Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hi und herzlich willkommen. Heute ist Montag, der 16. Januar. Wir starten die neue Streaming-Woche mit einer neuen Staffel der ZDF-Neo-Serie Wir und einem Actionstreifen aus Nigeria. Und obendrauf legen wir jetzt schon eines der Serien-Highlights aus diesem Jahr. Und das, obwohl wir gerade mal Januar haben. Die Geschichte des Videospiels The Last of Us gilt in GamerInnenkreisen als eine der besten Stories aller Zeiten. Umso interessanter ist es, dass HBO jetzt die Welt des Games in Form einer Serie einem breiteren Publikum öffnet. Wie im Original folgt die Story dem Schmuggler Joel. Die Welt ist von einem Virus zerstört, der Menschen in Mutanten verwandelt. Joel ist einer der wenigen Überlebenden und er soll die Teenagerin Ellie, auch eine Überlebende, durch die USA schmuggeln. Wenn für die Welt keine Hoffnung besteht, warum machst du dann weiter? Du hast die Welt nicht gesehen. Du hast keine Ahnung. Man macht weiter für die Familie. Und ich gehöre nicht dazu. Nein. Du bist eine Fracht. Wieso bist du so wichtig? Irgendwo im Westen arbeiten sie an einem Heilmittel. So richtig beeindruckt hat sie, dass ich mich nicht in ein Ungeheuer verwandelt habe. Joel wird von Pedro Pascal gespielt, der auch die Hauptrolle in The Mandalorian spielt. Und die Rolle der Ellie übernimmt Bella Ramsey. Die beiden haben übrigens auch schon für Game of Thrones zusammen vor der Kamera gestanden. Die erste Folge The Last of Us gibt es ab heute auf Wow. Und die restlichen 8 Folgen, die gibt es dann jeweils montags. Actionfilme wie Fast and Furious oder Bad Boys kommen ja meistens aus Hollywood. Brotherhood ist ein Streifen, der aus Nigeria kommt und zeigen will, dass Action nicht zwangsläufig immer aus den gleichen Kulturkreisen kommen muss. Die Story folgt 2 Brüdern, die auf unterschiedlichen Seiten des Gesetzes stehen. Einer ist Cop, der andere raubt Banken aus. Bei einer Serie von Überfällen geraten sie immer wieder aneinander. So your twin brother is an ex-convict. I came from the exact same streets. I chose to be a better man. Olokpa, down. How much do you say the NCAA bullion van? Bullion van, they carry 20 to 100 million. We go run them like military mission. Heavy presence. Schon im Trailer wirkt das Ganze wie eine Nollywood-Hommage an Filme wie Heat oder Gefährliche Brandung. Als Nollywood-Filme werden allgemein Filme aus Nigeria bezeichnet. Eine Kostprobe davon gibt es für euch mit Brotherhood auf Prime Video. Die Serie Wir ist mit ihrer 3. Staffel zurück. Wie schon in den bisherigen 2 Staffeln geht es wieder um den gleichen Kreis alter FreundInnen. Dieses Mal dreht sich die Staffel um die Eltern Mike und Lynn. Beide müssen zu Beginn ungeplant einen Abend in ihrer Gärtnerei verbringen und es wird schnell klar, wie unterschiedlich beide ihre aktuelle Situation wahrnehmen. Wir tritt am Freitag in Berlin auf und wenn du und Mike Zeit habt, kommt mal vorbei, ja? Ich würde mich super freuen. Wir müssen unbedingt gucken, dass wir es besser hinkriegen. Was denn? Wir haben keine freie Minute. Was ist mit unseren Kindern und was mit uns? Und jetzt willst du die ganze Zeit so weitermachen. Kann das nicht einfach so aufschieben? Wieso nicht? Wir hätten dann wieder Zeit füreinander. Lynn? Ist das jetzt so schlimm, wenn er jetzt alleine hin ist? Mann, checkst du es nicht? Ich wollte mit dir dahin gehen. Die Serie bleibt ihrem Konzept treu und verbindet seichte Comedy mit Themen wie Liebe, Freundinnenschaft und den Problemen, die man in seinen 30ern ebenso mit sich rumschleppt. Wir läuft heute mit allen Folgen der neuen Staffel ab 21.45 Uhr im Marathon auf ZDF Neo und ist zum Nachschauen auch in der ZDF Mediathek verfügbar. Das waren unsere Tipps für heute. Hört auch morgen gern wieder rein, um neuen Input für eure Watchlist zu bekommen, denn ihr bekommt hier jeden Tag neue Streaming-Tipps von uns. Was läuft heute, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, in unserer Detektor FM App und auf detektor.fm. Dort gibt es dann auch immer die Links zu den vorgestellten Tipps. Christopher Jung hat die Tipps für heute rausgesucht. Produziert wurde die Folge von Felix Wischnewski. Mein Name ist Eileen Frozina und ich sage ciao und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Was läuft heute?
Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast-Radio Detektor FM.